Aber anscheinend nicht. Ah, natürlich. Ach, natürlich. Das hilft nicht viel. Aua, 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 aua. Wo ist denn noch einer? Hallo? Ah, da. Das hat gesessen. Okay. Wir gehen weiter hoch. Wir müssen jetzt aber nicht den ganzen Turm hoch, oder? Das könnte richtig was wert sein. Ja, wenn wir jemanden in Sipol finden, der zufällig gerade eine Kunstsammlung zusammenstellt. Weil der Turm war hoch. Jetzt haben wir von draußen gesehen, wie hoch. Ach, echt jetzt? Die ist wieder beschützt. Nee, das funzt nicht. Doch, eigentlich ganz gut. Ach nee, doch, stimmt schon in die Richtung. Da ist doch einer. Gut gemacht. Jetzt zerstör die Lampe. So. Wir haben da hoch. Wir gucken uns wieder Bilder an. Ach, das war der Wasserblubbenturm. Dort hätte es mir nicht gefallen. Eine abschreckende Wirkung auf Verbrecher war von den Erbauern wohl durchaus beabsichtigt. Ja, das ist der Blubturm. Der Blubberballerchenturm. Der war eigentlich echt schön. Schade, dass wir ihn kaputt gemacht haben. Also, wirklich. Ach, und das ist das Ding hier. Die Gloria war schon immer bloß ein Haufen Felder, was? Ja, die Auswirkungen des Bruchs sind hier wohl weniger offensichtlich als in anderen Reichen. Ja gut, wenn nur Felder waren, kann ich so viel... Ach, du heilige Scheiße. Kastada-Lampen. Diese Lampen beschwören äußerst sehr Gegner in Phantaumgestalten. Sie sind außerdem sehr strapazierfähig und werden von einer undurchdringlichen Barriere geschützt. Vernichte sämtliche Feinde, um die Barriere zu entfernen und füge der Lampe anschließend mit deinen stärksten Angriffen möglichst viel Schaden zu, bevor die Barriere sich regeneriert. Noch eine Lampe. Okay. Wir gehen mal durch. Tja, ich bräuchte so einen Flächenangriff. Hoppala. Ich bin gerade so happy über Blitz, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ah, guck mal. Die Zerstörung der Illusionen hat Olas nicht gut getan. Finden wir sie, bevor sie wieder zu Kräften kommen kann. Die Kämpfe sind... cool, aber repetitiv. Und so aufhaltend. Irgendwie. Wir rennen jetzt schon in den 7. Stock hier hoch. Und zum 7. Mal machen wir die gleiche Angriffstaktik hintereinander. Irgendwann ist halt auch genug. Hallo? Hier bin ich. Ich will keine Spielchen mehr. Mach schon! Komisch. Hallo? Sie ist tot? Oh. Dann bleibt uns ein Kampf erspart. Wir Glückspilze. Was ist das für ein kranker Scheiß? Vielleicht ist sie unter all der Last ihrer Illusionen zusammengebrochen. Los geht's. Du weißt Bescheid. Ralf, was machst du denn? Sinter wartet. Könntest du dich mal beeilen und dein Ding machen, Ralf? Bedauere, Frey. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen.
Habe ich's nicht gesagt? Ich glaube, ich verstehe. Ach, tatsächlich. Das haben die Tantas gemeint. Oh, ich will, dass du es sagst. Bitte sag es. Sie haben überhaupt nicht mich gemeint. Sag es. Sag es. Du bist der Dämon. Heisa! Na endlich. Die Tantas fürchteten nicht dich, Frey, sondern das, was du in dir trugst. Und zwar mich. Und vielen Dank für deine Hilfe. Du hast mir zu alter Pracht verholfen. Jene besiegt, die mich unterjochten und mir so erlaubt, endlich meiner Bestimmung zu folgen. Bestimmung? Vergeltung. Rache für ein unverzeihliches Verbrechen. Glaubst du wirklich, die Reddick wären davon gekrochen und verreckt, nach dem, was die Tantas mit ihnen machten? Oh nein, nein, nein. Ich bin der, der hier zuletzt lacht. Das Endspiel, das Ende der Tantas, das Ende Ethias und auch das Deine. Und jetzt sei ein braves Mädchen und stirb, damit ich ungestört Chaos stiften kann und so weiter und so weiter. Shit! Meine Magie! Sie ist weg! Deine Magie? Das war sie nie. Ohne mich bist du ein Nichts. Das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt ganz schwierig. Lauf! Oh wow, toll. Dankeschön, Spiel. Ralf hat sich von Freys Unterarm befreit und in den Dämon namens Susurrus verwandelt. Ohne ihre magischen Fähigkeiten kann sie nichts tun, außer weglaufen. Weiche den Angriffen des Dämons aus und suche nach einer Chance, so schnell wie möglich aus der Burg zu fliehen. Shit! Shit! Ja, shit, 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 shit. Glaubst du, ein paar gute Taten machen dich zur Heldin? Hast du gedacht, wir würden wirklich beste Kumpel? Ich hoffe, ich habe deine Vertrauensprobleme nicht noch nervtötender gestaltet. Halt dein Maul! Ist es möglich, dass der sich selber angreift? Das war ein Spaß, aber ich will jetzt, dass du nicht entstanden hast und deinem Elend ein für alle Mal ein Ende bereiten. Kann ich ihn nicht boxen oder so? Nee. Ich muss von hier weg! Ich will meine Magie! Kann ich ihn nicht... Vor dem Gesetz, vor jeglicher Verantwortung und vor dir selbst. Das ist ganz, ganz, ganz schlecht! Nicht wie schlecht, 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 schlecht! Okay, raus aus der Burg. So schnell wie möglich, einfach raus. Ich habe verstanden. Das Gameplay ist so easy, dass auch ich verstehe, ja. Durchaus. Nun, es war schön, Frey. Aber alles hat ein Ende. Meine Mama kommt jetzt. Ja! Ja! Ist das rührend? Die Mutter will ihr Kind retten. Ah! Mutter? Heilige Scheiße! Hübschi! Warum ist meine Mama ein Drache? Also, ich hab's schon immer gewusst, aber warum ist meine Mama ein Drache? War's das schon? Tut mir leid, eure Zeit ist jetzt um. Du entkommst mir nicht, Frey. Bin ich aber gerade. Cinta?
Habe ich nicht gesagt, dass Ralf böse ist? Ich wusste es. Mir ist es relativ spät aufgefallen, aber mir ist es aufgefallen, dass er böse ist. Ich weiß gar nicht mehr, wann mir aufgefallen ist, dass er böse ist. Ich finde es übrigens schön, dass Sururus einen Lebensbalken hatte. Steh auf, Tochter Sintas. Was? Was? Die Wahrheit. Zum Teufel! Wo bin ich? Dies ist Zvagana, der Urquell. Die Ruhestadt für Ethias Wissen und Geschichte und die Seelen der verstorbenen Tat. Es wird Zeit für die Wahrheit. So ist es. Deshalb hat Sinta dich gesandt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Wahrheit? Welche Wahrheit? Vor langer Zeit führte Ethia Krieg gegen die Reddick, die Einwohner eines unweit gelegenen Reiches. Wir gewannen. Doch es war ein wehrloser Sieg. Schätze, sie meint die Auslöschung der Reddick. Und Ralf hatte was damit zu tun. Der Krieg hinterließ viele hässliche Narben. Die Ressourcen wurden knapp. Ich erließ Gesetze, um den Schaden einzudämmen, aber es war zwecklos. Okay. Ethia gewann also den Krieg und war trotzdem am Ende. Jede von uns wollte dieses Problem anders angehen. Obwohl wir eng miteinander vertraut waren, wuchs die Kluft zwischen uns. Ich suchte verzweifelt einen Weg, diese Kluft zu überbrücken. Nicht mal nach all dem Drama vertrugen sie sich. Echt traurig. Wir waren so mit uns selbst beschäftigt, dass wir den letzten Schlag der Reddick gegen uns nicht kommen sahen. Sie sandten ein böses Ungeheuer, eine Kreatur, unsagbar mächtig und absolut gnadenlos. Sussos, mühevoll banden wir das Böse. Doch dieser Kampf war nur der Anfang. Der Dämon lebte weiter, und zwar in uns. Verhüllt uns, brachte den Wahn. Um seine Kräfte zu zerstreuen, gelobten wir, Abstand voneinander zu halten. Unser Verfall hinderte uns, unser Volk weiter zu beschützen. Wir wurden zu einer Gefahr. Er ist frei wegen mir. Was habe ich getan? Alles wird gut. Erinnerst du dich an diese Worte, Tochter Sintas? Alles wird gut. Du hast uns aufgehalten, bevor Ethia komplett zerstört wurde. Du hast nichts zu bereuen. Wir sind dir so dankbar für all deine Hilfe. Der Dämon vergiftete unseren Geist und unser Geist an das Land. Sussurus wird nicht ruhen, bis ganz Ethia in Schutt und Asche liegt. Nun ist er zurück mit einem neuen Ziel.
Sipor, die letzte Bastion und Hoffnung in Ethia. Es liegt an dir, unser Volk zu beschützen. Niemand sonst kann sich der Aufgabe stellen. Das geht nicht. Tut mir leid, aber ich habe keine Kräfte. Es waren in Wahrheit seine. Ich habe wirklich kurz geglaubt, dass ich eine Heldin wäre. Und dass ich mich endlich wehren könnte. Aber nein. Jedes Mal, wenn ich versuche, das Richtige zu tun, wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich dachte, vielleicht läuft es hier anders. Aber schaut mich an. Ich bin ein Nichts. Ich bin nicht eure letzte Hoffnung. Ich bin ein Niemand. Du kannst die Kraft, die in dir steckt, nicht sehen. Hä? Was soll das bitte heißen? Komm, mein Kind. Es gibt noch vieles zu lernen. Danach, vielleicht. Vielleicht erkennst du dann deinen Wert. Wie? Soweit waren wir ja schon, ne? Also soweit haben wir es uns schon gedacht, dass es sein wird. Jetzt haben wir noch die Geschichte dahinter erfahren, wie es dazu kam. Okay. Ich bin jetzt gespannt, wo wir hinlaufen. Also wo das Portal uns hingeführt hat. Und ich finde es geil, dass der Drache nett ist. War er zwar Anfang nicht, aber dass er jetzt lieb ist. Das ist toll. Ich mag es, wenn Drachen mal lieb sind. Selbst in meiner schwersten Stunde, Alfrey, war mein Herz immer bei dir. 21 lange Jahre. Es wird Zeit, dass du die Wahrheit über den Fall Ethias erfährst. Die Wahrheit über deine Geburt. Die Wahrheit über deine Macht. Und die Entscheidung, die dir bevorsteht. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Mutter töten muss, um an ihre Kräfte zu kommen, um dann Sororos, reif. Einfach um reif zu töten. Ich will damit nicht richtig liegen, aber ich spreche meine Vermutung aus. Ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt. Bro, was lädst du denn jetzt so lange? Aber es fehlen eigentlich. Wir sind jetzt bei Kapitel 11, ne? Es kommt eigentlich noch Kapitel 12 und Kapitel 13. Was fehlt denn da noch so groß? Wir sind doch jetzt eigentlich schon im Endgame. Oh, das ist schon so spät, boah. Wir haben schon 12 Uhr. Ich werde morgen so tot sein. Ist das etwa die Burg Jinnun? Oder bin ich noch in Svagana? Na, das ist doch die Burg, wo wir angekommen sind. Was zum Geier? Es ist wahr, Robian. Ich bin schwanger. Oh, Tanta Sinta. Das sind herrliche Neuigkeiten. Ich wusste, du würdest dich für mich freuen. Doch leider werden viele dieses Glück als einen Fehltritt meinerseits auslegen. Kinder sind immer ein Glück,
und ein Segen, Tanta Cinta. Sie sind die Hoffnung, die Welten miteinander verbindet. Meine Ordi hat mir mehr Freude gebracht, als ich mir je erträumt habe. Danke, alter Freund. Ich habe sogar schon einen Namen gewählt. Elfrey. Das bedeutet Hoffnung. Und genau das wird sie sein. Ein Lichtstrahl für ganz Ethia. Ein Kind zweier Welten. Die Hoffnung, die unsere Welt wieder einen kann. Möge euer Wunsch in Erfüllung gehen, Tanta Cinta. Möge eure Tochter ein goldenes Zeitalter einläuten. Sie hat sich gefreut. Sie wollte mich. So war es also wirklich. Okay, eine Frage. Zeig mir den Weg. Leitende Lichter führen dich zu bestimmten Erinnerungen Cintas, die sie an Frey weitergeben möchte. Folge den Lichtern, um die Wahrheit über die Geschehnisse in Athia zu ergründen. Wer ist unser Vater? Also es ist ja schön, dass wir jetzt unsere Mutter kennen, aber... Ja, Mann, unsere Mutter ist nicht Jungfrau Maria? Ja, es ist der Vater. Genug, Janesh. Komm, meine Liebe. Sag Hallo, wenn du magst. Hallo da drin. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Das wirst du schon bald. Du wirst doch mit der Kleinen spielen, nicht wahr? Natürlich. Ich kann es kaum erwarten. Oh, Orden war ja niedlich. Orden ist ein ganzes Stück. Ich habe Effi ja noch nie gesehen. Älter als wir. Habe ich gar nicht erwartet. Ich dachte, die wäre genauso alt. Huch. So, geht's einfach weiter. Ah ja. Ich wollte gerade sagen, Mann, ich kann da nicht runterspringen jetzt. Ich hüpfe ich doch runter. Obwohl da eine Leiter war. Ich habe Stuck auf übrigens gerade. Die Musik ist gerade toll. Die Musik ist gerade wunderschön. New York. Eine große Stadt in einer weit entfernten Welt. Dank der Macht der Turaner nur einen Augenblick entfernt, kann der Vater eures Kindes wirklich von so einem Ort stammen. Es war fantastisch, Robian. Ganz anders als in Ethia. Funkelnde Lichter, wohin man schaut, und so viele Menschen. So viel Chaos, aber auch so viel Schönheit. Solche Erfindungen habe ich noch nie gesehen. Unglaublich. Papa, das ist so lecker. Das, meine liebe Orden, ist ein Knisch. Ich will auch ein Knisch. Meine Reise hat meine Entschlossenheit nur gefestigt. Ethia muss das Neue begrüßen, sich weiterentwickeln. Nur so können wir stärker werden. Wir müssen diese Zeit der Missgunst und des Krieges endlich hinter uns lassen. Ich habe gesehen, welche Chancen so eine Welt bietet. Und mein Kind wird diese Welt real machen. Sie ist unsere Hoffnung. Cinta ist also auf demselben Weg nach New York gereist wie ich nach Ethia. Und ist dort meinem Dad begegnet. Wer zum Geier war er? Das würde ich jetzt auch gerne wissen. Weiß der von uns? Weil wenn er nicht von uns weiß, dann erklärt es, warum er nicht von uns weiß. Captain Obvious. Hörst du das Lied, Elfrey? Dein Vater hat es mir einmal vorgespielt. Ich habe es gelernt, damit ich dir später vorsingen kann. In dieser Welt gibt es für dich so viel Schönes zu sehen und zu hören. Deinen Vater wirst du noch kennenlernen. Er ist ein Held und zwar in jeder Hinsicht. Tut mir leid, Er. Du hast verdient, von deiner Tochter zu erfahren.
Unsere kleine, kostbare Elfrey. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr euch begegnet. Ja, er wusste es nicht. Mein Vater hieß Al. Hey, hat sie mich etwa nach ihm benannt? Was ist das? Mir wird so warm. Na sowas. Unsere Magie ist zurück. Frey kann ihre Zauberkräfte jetzt wieder nutzen. Yes. Yes, yes, yes. Ich lerne mal noch ein bisschen, weil ich habe ein bisschen was. So. Das ist ein Taschen-Upgrade, ne? Leben. Nee. Was kann ich denn noch lernen? Hier nichts mehr, ne? Ach, ich habe nur noch eine. Ach so. Ich habe nur noch eine 20. Elfrey, meine Liebe, meine Hoffnung. In dir steckt große Macht. Du musst nur danach suchen. In mir? Aber wie... Wir suchen einfach weiter. Ich würde echt gern wissen, wer unser Vater ist. Weil wenn der in New York ist... Hoffentlich lebt er noch. Warum ist er ein Held? Oh, hi. Kommen wir jetzt nach New York? Ich war nie glücklicher als damals, als ich dich in meinem Leib trug. Und so voller Hoffnung. Ich wünschte, diese Zeit wäre niemals zu Ende gegangen. Mhm. Aber what happened? Die rücken immer noch nicht mit der Sprache raus. Warum genau sie uns denn jetzt in New York hingelegt hat? Vielleicht hat das Sururus, ich nenne jetzt einfach Churros, da war ja schon der Reif, ne? Die haben sie ja besiegt, dann wurden die Armreifen draus. Das ist Visoria, oder? Was wird mir Cinta als nächstes zeigen? Huch. Das ist jetzt nicht in die Richtung geflogen, in die ich dachte, dass es fliegt. Drei Stellen sind noch übrig. Ja, ich kann ja meine Musik. Meine Magie. Wieder einsetzen. Meine Musik. Ich bewerfe die Leute jetzt mit Plattenspielern. Und Schallplatten. Und CDs. Und meine Endboss-Attacke ist dann der MP3-Player. So, hallo. Okay, wir wissen zumindest, dass Churros da hier war. Und dass Tante Seiler gegen Churros nochmal gekämpft. Ach, dann war die Reife nach meiner Geburt? Habe ich schwanger gegen den... Also ich nicht. Hat meine Mutter schwanger gegen den Dude gekämpft?